Willkommen in Graf Orlocks Schloss, wo ein naiver Makler eine grausige Entdeckung macht. Seit Anbeginn des Films lernen uns Werwölfe, Zombies und Vampire das Fürchten. Anders am Zentralfriedhof. Hier laden aufwendig gestaltete Gräber und Grüfte zum Flanieren ein. Besonders beeindruckend und teils schaurig schön sind die alten Gruftarkaden. Die Gruftarkaden werden renoviert, also restauriert. Und hier werden die ganzen Malereien wieder aufgefrischt und wieder so, wie sie seinerzeit 1880 waren, hergestellt. Die Restauration der Arkadenkuppeln ist dabei besonders aufwendig. In filigraner Feinarbeit wird jedes Detail aufbereitet oder komplett neu gemalt. Manche Arbeit hätte man sich aber sparen können. Die Herausforderung hier war, dass bei ehemaligen Restaurierungen gepusht worden ist und quellfähige Farben verwendet wurden. Und wir haben versuchen müssen, die Farbintensität dieser Form wieder zu geben, so wie es im 1880 war. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Was zuvor verblichen und von Rissen durchzogen war, erstrahlt jetzt in prunkvollem Glanz. Die Deckenmalereien sind einmal mit einem Kelchmotiv und einmal mit Kreuz- und Engelkopf, Motiv abwechselnd. Aber wenn die Besitzer es sich früher leisten konnten oder mit dieser Ausmalung nicht einverstanden waren, haben sie das neu gestaltet. Und unter dieser Neugestaltung, seinerzeitigen Neugestaltung, ist aber das Original noch vorhanden. Und das war die Schwierigkeit, das zum Konservieren und jetzt die obere Schicht zum Restaurieren. Im November 2010 werden die Arbeiten abgeschlossen. Auch wenn die Fortschritte schon deutlich zu sehen sind, bleibt noch viel zu tun. Doch wie ist es eigentlich, wenn man in der Nähe von Zombies, Werwölfen und Vampiren arbeitet? Mischt man da nicht zumindest etwas Knoblauch unter die Farbe? Das nicht. Aber wir arbeiten sehr viel mit Lösungsmitteln und vielleicht ist das gut, dass wir diese ganzen Sachen da nicht sehen.